Neuen Livestream heute die eine in Regensburg dort unten in Bayern. Das ist natürlich ein schöner Ort, der ja in Regensburg ist, ein toller Verein hier in München. Und das hier ist die Aufstellung von Jan Regensburg in Tode Penke, dann Fürnbach, Correa, Sörensen und ja, Geipel, Tollhammer, Adamion, Stolze, Algaudio, ja, Grüttner und in der Abwehr. Oh, wir haben einen Kommentar von Lappen Nice. Moin, Aue wird siegen. Und hier seht ihr im Hintergrund seht ihr die Aufstellung von Arminia Bielefeld. Bei uns geht's los. Ja, okay, Leute, ich will euch noch die von Aue zeigen. Und dann geht's wirklich los hier. Das ist die von Arminia Bielefeld. Ein Zuschauer, Jawolski. Und das ist unsere Aufstellung, weil ich werde Erzgebirge Aue steuern. Aber wir gehen natürlich erstmal nach Regensburg, weil da fängt das Spiel schon an. Ja, fünfte Minute hier inzwischen. Und jetzt kommt der Marco Grüttner. Für den letzten 2 Jahren. Grüttner. Stolz. Mit der Flanke. Aber. Da, ja. Karl Hammer. Das wird ja wieder abgewehrt. Und jetzt erstmal eine Abwehrmöglichkeit. Ja, abgewehrt, sauber gemacht. Von den Regensburgern. Die haben ja übrigens nette zu verlieren. Das sieht man, Stolze. Warum haben wir? Apropos Stolze, das ist ja der Ex-Wolfsburger hier bei Regensburg. Und der hat ja auch beim VfL nicht so oft gespielt, aber zum Beispiel jetzt Spieler wie Gianluca Ita, dass die mal Einsatzzeiten bekommen in der Bundesliga, das ist auch schon los, aber wir sind ja hier beim Spiel. Und das ist der Kopfball und Riemann für den VfL Bochum im Tor mit der Parade. Und ja, jetzt gehen wir zu dir. Ja, hier eine Viertelstunde schon gespielt und eigentlich ist das ein ganz ausgeglichenes Spiel, bloß jetzt kommt die Arminia aus Bielefeld mal. Aber Aue blockt, aber Aue ist mehr halt vorne. Aber es gab noch keinen richtigen Abschluss. Aue spielt eher über links. Und da geht Nazarov mal über die rechte Seite durch. In der 17. Minute zieht zurück. Und da läuft jemand durch, aber der Ball kommt nicht durch. Natürlich schade und nicht wundern, unser Kommentator kommt aus dem Schwaberland. Ländchen. In der Nähe aus Freiburg. Und... oh, fast das 1-0 war ein tödlicher Pass. Wenn der durchkommt, dann wäre es wahrscheinlich das 1-0. Und jetzt die Arminia aus Bielefeld über Vogelsammer, über die linke Seite in der 23. Minute. Oh, Gretchen ins Leere. Und Klos Mendel hält aber. Und jetzt baut Aue auf über Riese. Und da oben steht jemand auf der rechten Seite. Und ich würde sagen, wir gehen zurück nach Regensburg. Ja, denn hier ist gerade fast 1-0 gefallen, Penke. Mit dem Save. Gerade aber nur so gerade auf der Linie. Das heißt auf der Linie und jetzt die Chance, aber Penke ist wieder da. Aber nochmal. Fabian. Tolle. Er läuft. Und wieder er läuft. Gepasst. Grüttner. Salah. Klasse gespielt, Grüttner, aber der ist eher Torjäger und kein Flankengeber. Weiland. Fabian. Ja, das ist Unstimmigkeit hier. Beim VfL Bochum. Stolze. Ja, sehr gut gespielt. Stolze. Aber... jetzt ist der Ball erstmal hinter. Tesche. Vorteil läuft. Weiland und jetzt schon wieder der Konter für den VfL Bochum. Pantovic. Pantovic und Penke. Mit der Parade. Es gibt 2 Minuten Nachspielzeit. Wir bleiben noch kurz hier und dann gehen wir sofort wieder zurück zu Aue gegen Bielefeld. 1-0 für die Gäste aus Bochum.
das gibt es nicht. Nach so einer Ecke. Und dann pennt er. Der hält den nicht. Okay, der war wohl schwer. Und wenn er da rangekommen wäre, der wäre sowieso ins Tor gegangen. Und davon mal abgesehen. Egal. Durch Tim Hoogland und wir gehen zu dir. 45:1:0. Ja, hier gibt's 2 Minuten Nachspielzeit und Aue gerade im Konter. 32 Sekunden sind schon drüber. Ja, hier sind noch wie viele Sekunden? Ja, 80 Sekunden noch hier von der Nachspielzeit. Hier steht 0-0. Aber Aue finde ich, dass sie ein bisschen besser spielen. Und jetzt ist hier auch Halbzeit, weil Hoscheid schießt den Ball einfach nach vorne. Und wir kommen zur Halbzeitanalyse mit Raffin 6, er und Raffin 7, Mia. Und wir fangen an bei Mia. Schüsse 2:1 für Amelia Bielefeld. Schüsse auf Tor 2:0 für Amelia Bielefeld. Ballbesitz 53% Amelia Bielefeld. 47% für Erzgebirge Aue. Zweikämpfe 2:1 für Aue. Und sonst gab es nicht die Schussgenauigkeit 100% Bielefeld, 0% Aue. Passgenauigkeit 88% für Bielefeld und 78% für Aue. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu Raffin 06. Ja, denn hier steht 1-0 vor die Gäste aus Bochum. 3:9 Torschüsse für Bochum, also Schüsse 9 für Bochum, 3 für den SSV. Dann Schüsse aufs Tor von 3 von Regensburg, gingen nur 2 aufs Tor und von 9 bei Bochum 7. Ballbesitz hat Regensburg mehr, 53-47%. 2 Kämpfe, 3:4 und ja, mehr gab es eigentlich hier unten nicht. Obwohl Ecken gab es 3 für Bochum. Schussgenauigkeit 66-77, also 66 Bochum, Entschuldigung, 77 Bochum, 66 SSV. Oh, wir haben einen Kommentar! Wieder von Lappen, nice, okay. aber ich habe irgendwie keinen Zuschauer, ich weiß nicht warum, vielleicht backt es. Du schreibst, ja. Bist echt gut, Dankeschön, Bruder. Das ist wirklich very nice. Ja, bei uns natürlich auch, hier im schönen Bielefeld. Ja, und wir bleiben bei mir. Ja, ich würde sagen, wir fangen bei dir an. Ja, wo Aue natürlich anstößt, in FIFA natürlich gestern stößt immer der Doppelpass. Und da ist Test rot, aber für Fandrich. Aber der ist, glaube ich, kein Stürmer, der ist, glaube ich, ein Mittelfeldspieler. Aber nicht offensiv und auch nicht links oder rechts, sondern ein defensives Mittelfeld. Und Fabian Klos ist der Spieler jetzt hier im Fokus. Der auf Vogelsammer spielt, jetzt über die linke Seite. Aber das war ein ganz schlechter Schuss. Und deswegen Abschuss und wir gehen zurück nach Regensburg. Ich habe gerade die große Chance für die Liga gebrochen. Ja, schlechter Hockenpass. Lee Chun-Yong. Hinter sehr. Wieder Lee Chun-Yong. Geht sie da? Das war eine gute Chance. Aber das wird immer besser hier, diese Partie. Und jetzt? Ja, jetzt. Und jetzt Abschuss Penke. Klasse Sörensen. Correira. Sörenbuch. Der auf Adaiman. Der mit der Flanke aber bleibt hängen. Und jetzt geht es erstmal ein, wo es beginnt zu dir. Herr Abschlussin. Ja, wo Testrot gerade das Einzel auf dem Fuß hat aber Ortega hält hier und hier. Die Nummer 4 von Aue bekommt Geld wegen einem Foul, was nicht sein muss. Fabian Kalik heißt er, glaube ich, weiß es nicht. Leute, ja, und wir sind hier nur noch 20 Minuten hier und es steht noch 0:0 im Freitagabendspiel. Und was war das denn? Und hier noch kein Wechsel von Aue, aber einer schon von Bielefeld. Und jetzt Jan Hoscheid, oder? Kommt er durch? Er wird gefoult.
Der Strud wird auch gefoult, das gibt es doch nicht. Beide lagen gerade auf dem Boden. Und jetzt gehen wir mal kurz hier auf Pause, weil ich wechseln will. So, wir wechseln den aus, da kommt der rein, zack, dann kommt der rein für der. Und dann würde ich sagen, der geht runter und der geht rein. Ja, so. Nee, der geht rein, zack, boom. Ja, so, und dann, also drei Wechsel auf einmal, ich hoffe, das bringt Glück. Oh mein Gott, jetzt Karlik. Ich darf nicht auf die Grillschasse kommen. Jetzt soll er ihn mal schicken, komm. Lauf durch, Testrot, es sind nur noch ein paar Minuten. Und jetzt sind hier die letzten 10 Minuten angebrochen, in Bielefeld. Das kann sein! Das kann Jens Torscheids Tor sein, aber er macht den nicht in der 83. Das gibt es doch nicht. Und es ist nur ein Tor gefallen und das für den VfL Bochum. Und das ist 1-0 für den VfL Bochum. Und der FSV, der kämpft gerade noch und versucht irgendwie nach vorne zu kommen. Jetzt über Stolze, der setzt sich da nochmal klasse durch. 87. Minute, alle drei Wechsel bei Aue. Okay. Hier sind aber noch kurz. Und Raffi06 schreibt Servus in meinen Stream. Danke, Bro. Max, was für Max Kruse, der spielt ja bei SV Werder Bremen. Das ist der andere Kruse, der flankt. Aber Kopfball weg, weg. Jetzt aber der SSF. Stolze. Kugler und ist da, 3 Minuten Nachspielzeit. Fesche, Zoller, Meier. 2 Minuten Nachspielzeit hier, 1 Minute ist rum. Dann gehen wir da hin erstmal, weil es ist am kürzesten. Ja, und hier ist auch Schluss, das Spiel geht 0-0 aus, Leute. Das tut mir so leid in meinem Stream, dass es so ein schlechtes Spiel gibt. Aber ja, das war's. Ich hoffe, es hat's gefallen. Tschüss.